Was genau erwartet denn hier heute die Gäste? Was ist die Gebrauchshundeprüfungsordnung? Wir reden bei der Gebrauchshundeprüfungsordnung über drei Disziplinen, die der Hund zu durchlaufen hat an zwei Tagen. Zum einen reden wir über die Fährtenarbeit. Das ist da, wo der Hund seine Nase einsetzen muss, um auf einer gelegten Spur verlorene Gegenstände zu finden. Dann reden wir im Bereich der Unterordnung darüber, dass ein Hund hier im Stadion sich präsentieren muss, sehr folgsam zu sein hat. Er muss die Befehle Sitz, Platz und Steh ausüben. Er muss freudig dem Hundeführer zulaufen. Er muss Gegenstände apportieren, die vorgeschrieben sind. Und zum Schluss, das ist meistens die Königsdisziplin, geht es darum, dass der Hund im Bereich des Schutzdienstes agiert. Das heißt also, dem Hund ist es erlaubt, in gewisse Flächen einzubeißen, und zwar genau in den Protektionsarm. Nirgendwo anders am Körper darf der Hund beißen und er muss gehorchen. Das ist ganz wichtig. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wann beginnen Hunde mit dem Training für so eine Meisterschaft und wie kommen sie eigentlich hierher? Also eigentlich beginnt das Training der Hunde schon im Welpenalter. Wenn der Hund mit 8 Wochen zum Besitzer kommt und zum neuen Eigentümer kommt, beginnt er schon mit dem Spiel, die Vorbereitung zu den Unterordnungseinheiten. Man füttert den Hund halt, verlangt von ihm einige Dinge, die er erfüllen muss, schon im Welpenalter oder erfüllen sollte. Und wenn er es dann gemacht hat, wird es spielerisch aufgebaut und verstärkt. Und das nutzen wir halt auf dem ganzen Weg bis zur deutschen Meisterschaft. Um hier hinzukommen, muss man verschiedene Prüfungsstufen durchlaufen. Wir fangen an mit dem Begleithund. Prüfung. Das muss jeder Hund machen. Da muss er seine Verkehrstauglichkeit zeigen. Er muss seine Freundlichkeit gegenüber den Menschen zeigen. Dann folgt die Stufe IGP 1. Das ist der erste Gebrauchshundestufe. Die IGP 2 und die IGP 3. Das ist also die Königsklasse, da wo man auch zu den Meisterschaften kommt. Die IGP 3 muss ich dann in einem Trainingsjahr dreimal durchlaufen, nämlich zweimal auf sogenannten Ortsgruppenprüfungen. Man muss da Qualifikationspunkte sammeln und muss dann auf einer überregionalen Qualifikationsprüfung sich für diese Meisterschaft qualifizieren. Und das haben dieses Jahr 42 Hunde aus Gesamtdeutschland geschafft, also von Schleswig-Holstein bis Bayern, von Sachsen-Anhalt bis Nordrhein-Westfalen. Aus jedem Bundesland ist einer, mindestens einer der Hunde hier aus Deutschland vertreten. Warum sie in Velpen sind? Weil sich die Gruppen, jetzt muss ich mal gerade ablesen, aber die Gruppen Berlin-Spandau, Berlin-Nordvelten und Klein-Machnow zusammengetan haben, und gesagt haben, wir möchten diese Veranstaltung hier in Velpen durchführen, um einfach mal den Hundesport auch in dieser Region publik zu machen. Aber auch speziell für unsere Rasse. Das dürfen wir nicht vergessen, weil wir sind ja hier nicht mit allen Rassen vertreten, sondern es ist ja nur der reine deutsche Boxerclub. Und deswegen hat die Gruppe sich beworben, das durchzuführen, das zu tun. Und dem hat der Verband zugestimmt und deswegen sind wir heute hier. Und sehr gerne hier, weil es ist eine tolle Anlage, es ist hervorragend organisiert von den drei Gruppen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Leuten hier zu arbeiten. Wir sind so herzlich aufgenommen, auch von der Oberbürgermeisterin hier, die gestern eine sehr imposante Ansprache gehalten hat während der Auslosungszeremonie zu der Startreihenfolge. Es ist schon toll, es macht schon viel Spaß.